Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben es kurz vor 8 am Montag, den 13. Mai. Und das Schöne ist, wir müssen nicht zur Arbeit. Genau, wir grüßen alle, die arbeiten müssen. Wir haben jetzt ganz offiziell ja eine Woche Urlaub. Genau. Heute unser offiziell erster Urlaubstag, natürlich schon unser ja, fast vierter Reisetag. Ja. Wir machen so ein paar Sachen fertig, wollen dann los Richtung Kiosk, uns Brötchen holen. Jo, gibt's gleich Frühstück lecker. Genau. Und dann werden wir uns fertig machen. Dann machen wir uns fertig. Und dann, ja, werden wir auch wahrscheinlich bald aufbrechen dann. Genau. Nochmal Wasser auffüllen. Genau. Und ja. Wo es dann hingeht, verraten wir euch dann in einem der nächsten Clips. Die Sonne lacht und wir sind am Packen. Strom ist bereits eingepackt. Abgewaschen haben wir, geduscht haben wir, wie man das unschwer erkennen kann. Und strahlender Sonnenschein, so dass man die Frühjahrskollektion von VW Bulli präsentieren kann. Ja. Was soll man zu dem Platz sagen? Schöner Platz, war richtig toll hier die letzten zwei Nächte. Von Samstag bis Montag waren wir hier. Wenn man länger ist, sollte man auch gleich mal gucken, ob man bis nach Frankreich, Calais runterfährt. Das ist halt hier alles in der Nähe. Gent ist in der Nähe. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, wir machen uns dann bald auf den Weg. Wohin? Das verraten wir euch aber immer noch nicht. Genau, bevor wir losfahren, heißt es noch ein bisschen Wasser tanken. Wir haben zwar nicht viel Wasser gebraucht, aber weil wir nicht genau wissen, ob wir jetzt ab morgen autark unterwegs sind, nee, ab heute eigentlich autark stehen, wollen wir natürlich unser 80 Liter Kanister wieder voll machen. Und da müssen wir dann mal schauen, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Die Bewässerungsanlage für die Grünanlage funktioniert schon mal. Und wenn du dachtest, du machst mich hier nass, dann hast du dich getäuscht. Dann mach ich das mit dir, mein Junge. Bodenlose Fresse. Nicht quatschen mit den Leuten, sondern mit anfangen. So, das hätten mich volle Kanne erwischt, Mission, ne? Ja, so gut. Frechheit. Fahren weiter an einer Güllekanne vorbei. Und zwar. Das roch sehr, ja. Jetzt geht es. Stefan, wo geht's hin? Nach Brüssel. Genau. Von den, glaube, südlichsten Zipfel der Niederlande geht es jetzt in die. Ist das die Hauptstadt von Belgien? Brüssel, glaube ich. Ja. Fahren wir in die Hauptstadt. Zum Atomium, damit wir mal wissen, wie ein Atom aussieht. Und dann geht es natürlich noch weiter. Brüssel ist nicht unser Endziel. Wir wollen noch weiterfahren. Wo es dann genau hingeht, das wird später verraten. Thank you.
sagen wir willkommen also in Brüssel. Das war eine Fahrt hierher. Ja, etwas wuselig die Stadt. Ja. Ja, zumindest sind die Brüsseler nicht unbedingt die besten Autofahrer, aber gut. Ja. Wie die Hannoveraner, die Braunschweiger, mein Gott, ich kenne so viele. Ja. So, wir wollen an sich schauen, dass wir zum EU-Parlament kommen. Und auf zum Atomium, mal sehen, ob das klappt. Genau, das Atomium ist, ja, das sieht man gerade, nur die Spitze. Da ist eine kleine Kugel, das was blitzt sozusagen, ich weiß es nicht, ich gehe mal aus dem... Ja, doch, dazwischen muss es irgendwo sein. Wir blenden es dann mal ein, mit dem Pfeil oder so. Genau. Ja, da wollen wir mal ein bisschen laufen und mal gucken, ob wir das finden, was wir eigentlich hier wollen. Genau. Vor uns der Königspalast in Brüssel. Stefan macht jetzt ein Panoramabild. Also straßentechnisch sind wir ziemlich roh. Da sind wir froh, wenn wir wieder raus sind, aber von der Schönheit nicht schlecht. Also hier gibt es an jeder Ecke irgendwas zu sehen. Das erinnert mich so ein bisschen an Rom. Rom war auch irgendwie so. Jede Ecke, irgendwas Neues, irgendwas Pompöses. Wahnsinn. So, und wir gehen jetzt in den Park hinein. Müssen aufpassen, dass wir nicht mitgeschliffen werden. Da laufen so viele. Aber ja, wir werden, laufen wollen wir nicht. Wir werden sie schon stoppen. So, und unser Ziel ist, dass die EU-Kommission das Bild, was jeder kennt aus den Medien, da wollen wir hin. Ja, mal schauen, ob wir das bis dahin schaffen. Wir sind jetzt an der EU-Kommission. Hier kommen die krummen Bananen und die geraden Gurken zustande. Genau. Und trotzdem ist es wichtig zu wählen. Dazu haben wir gerade einen Spot gedreht, den ihr schon längst gesehen habt. Weil wenn das Video rauskommt, sind die Wahlen schon längst vorbei und hoffentlich nicht völlig rechtsruckend ausgegangen. Ja. Wir haben jetzt den Plan und wollen natürlich noch zu einem sehr wichtigen Wahrzeichen von Brüssel. Das Atomium. Mal schauen, ob wir das irgendwie finden. Mit Bus und Bahn wollen wir das jetzt machen. Noch nie in Belgien überhaupt Bus und Bahn gefahren. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Mal sehen, was das für ein Abenteuer wird. Was ich hier ehrlich gesagt sehr gut finde, überall findet man wieder... Ich hoffe, dass man sehen konnte, den Regenbogen wieder. Genau. Vielleicht ist auch gerade Pride, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall wird hier gehupt. Ja. Bis zum Ende mehr. Die fahren ja auch alle wie die Bekloppten hier. Ja, wir haben noch was entdeckt. Genau. Das hinter uns. Wir haben das schon vorher gesehen, aber jetzt sagten wir, dann gehen wir auch mal hin, wenn wir schon in der Nähe sind. Das ist der Triumphbogen hier in Brüssel, Belgien. Ja. Haben wir jetzt mal wikipediert, um zu gucken, was ist das überhaupt? Wir haben es nur aus der Ferne gesehen und wollten mal schauen. Wir hätten gesagt, es ist dann, wenn es in Berlin das Brandenburger Tor ist, dann wäre es hier das Flandertor gewesen. Das sind wir jetzt einfach so behauptet. Ja. Aber wenn wir das schon mal rausfinden, dank Wiki, dann können wir das ja sagen. Also der Triumphbogen mit dem Tor. Ich weiß gar nicht, wollen wir da jetzt auch durchgehen? Ja, versuchen wir mal. Gehen wir da mal durch. Durchs Brandenburger sind wir ja auch gelaufen. Aber falls hier eine Grenze war, die habe ich nicht runtergemacht. Ich war für die DDR-Grenze zuständig. Was die hier gemacht haben, weiß ich nicht. Wir sind an einem neuen Spot. Wir verraten. Verdammt, nein, nein. Ach, da können wir es auch zeigen. Wir haben es vorhin doch schon gesagt, wo wir hin wollen. Genau, da. Ich gehe mal aus dem Bild. Genau, das Atomium einer Expo 1900, in den 50ern war es auf jeden Fall. Würde ich behaupten. Kann sein, ich habe es nicht im Kopf. Ich hatte es, müsste man nachlesen. Ich hatte es gegoogelt und habe es in der Zeit schon wieder vergessen.
Das war das eigentliche Ziel, warum wir eigentlich hier nach Brüssel fahren wollten. Wir wollten uns das Museum anschauen und haben weitaus mehr gesehen. Also die Stadt so an sich sehr, sehr schön. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, wir haben uns jetzt sozusagen eine Bahnfahrkarte gekauft und ja. Genau. Haben dann da noch ein bisschen, sind da noch ein bisschen hin und her gefahren. Das können wir auch sagen, 7,50 Euro pro Person Tagesticket. Aktuell, genau. Und wie gesagt, damit kannst du halt gut alles fahren und musst dir keinen Stress machen. Hier gibt es natürlich einen schönen Parkplatz, einen großen Parkplatz. Ja, wir wussten nicht so genau, deswegen sind wir nicht mit dem Auto hierher. Aber es ist ja ne, Murphys Gesetz, so nach dem Motto, ja, es kommt immer anders, wie du denkst. Genau. Ja, dann gibt es da auch den Brunpark, das ist Mini-Europa. Das wissen wir aber nicht, ob wir uns das anschauen. Wir laufen natürlich mal gucken. Wir laufen da noch ein bisschen in die Richtung hin. Ja, schauen wir uns das mal an jetzt. Ja, was soll man sagen? Man steht im Stau. Oder ist das ein Stop and Go? Nee, das nennt man Stau, ne? Naja, das ist schon sehr zähflüssig. Ist ein Stopp-Stau-Go. So. Manchmal stehen wir schon hier richtig. Auf jeden Fall bin ich da an sich glücklich. Also nicht, dass jetzt im Stau stehen, das nervt mich, aber... Wir haben hier was gefunden, was man nicht in Deutschland theoretisch zu kaufen bekommt. Wir haben es bei mir auf Arbeit in diesen Snackautomaten. Da gibt es drin, aber nirgendwo zu kaufen. Aber hier gibt es das. Und zwar Milka Leo. Es ist unbezahlte Werbung, weil es gibt es bei uns nicht zu kaufen. Und wir haben, und wir mussten das jetzt hier in Belgien kaufen. Gott sei Dank gibt es das hier. Für teures Geld, ja. Für teures Geld. Wir haben, glaube ich, für 5 Packen, A8 Packen, muss man dazu sagen, also 40 Packen, so 23 Euro bezahlt. Ja, teuer, aber damit bin ich glücklich. Bis zum Ende des Jahres ausgestattet. Na, das reicht, glaube ich, bis Ende der Woche. Was? Ja, vielleicht auch für 2 Wochen, man weiß es. Doch, Dicky, wa? Nix Dicky. Die schmecken einfach gut, außerdem kann man die schön zur Arbeit nehmen. Warum soll ich mir die auf Arbeit nochmal kaufen, wenn ich sie doch habe? Das ist richtig. Ja, mal sehen, wie lange der Stau geht. Also wenn wir mal aufs Navi schauen. Das ist noch sehr lange rot. Und wir wissen nicht, wie lange rot. Rot, rot. In Liebersart, in Liebersart, oder wie immer das ausgesprochen wird, da wird es dann wieder blau. Ja, da haben wir ja Hoffnung, dass wir das heute noch erleben. Unser Ziel ist jetzt das Land Luxemburg, muss man dazu sagen, nicht die Stadt Luxemburg, weil wir wollen einfach nur tanken. Billig tanken und wenn wir Glück haben, vielleicht auch billig Cola und Kaffee kaufen. Das müssen wir auch mal sehen. Beziehungsweise ihr werdet es aussehen, denn wir werden euch natürlich da mitnehmen. So, und jetzt bremst schon wieder alles. Ach, machen wir mal Musik an und genießen das noch. Wir sind in Wasserbillig. Es kann sein, dass hier Wasser billig ist. Möglich. Und zwar wirklich noch kurz vor der deutschen Grenze, aber in Luxemburg.
ein Liter Diesel kostet 1,14 Euro. 10 Cent billiger, würde ich sagen. Mindestens 10 Cent billiger. Im Gegensatz zu Belgien zum Beispiel sind 16 Cent, aber ich würde... Und gerade Trier, das wissen wir beim letzten Mal, ist saumäßig teuer gewesen. Also, da werden wir euch mal informieren, was wir da gesehen haben für Preise. Und naja, jetzt heißt es volltanken. Und dann schauen wir auch mal, was es da so in diesem Volta Store so zu kaufen gibt. Was wir auch noch sagen müssen, wir haben sage und schreibe 2 Staus gehabt, also wir haben 45 Minuten verloren. Ja. Armer Stefan, der das alles fahren musste. Bisschen nervig. Ja. Aber die Belgier fahren sich aber auch eine Scheiße zurecht, also das muss man wirklich sagen. So, das war das Statement. So, wir schauen dann mal gleich in den Store rein und dann melden wir uns von unserem, entweder vom Einkaufsladen in Trier, weil da wollen wir doch deutsche Produkte, da wissen wir, was wir haben. Oder vom Stellplatz. Eins von beiden, je nachdem, wo wir uns hinstellen. Oder was wir als erstes machen. Wir waren einkaufen. Und wir schauen mal rein. Es ist ein bisschen Kaffee. So ein bisschen Cola. Und wie gesagt, mein Leo, das haben wir aber in Belgien geholt. Das haben wir belgisch und luxemburgisch. Alles an Bord und getankt haben wir genau 70 Euro voll. Ja, das ist schon ewig her, dass wir das mal gemacht haben. Wir haben unseren Stellplatz gefunden und es ist in dem Sinne ein Gewerbegebiet, relativ ruhig. Ja, ein, zwei Autos, die immer hier noch vorbeifahren, aber die stören uns nicht wirklich. Jetzt gibt es da noch etwas zum Essen. Was genau, das zeigt euch mal Stefan. Es wird gegrillt. Würstchen und Schweinefilet, wie immer. Und Brot. Und Brot, natürlich, darf nicht fehlen. Und unseren guten Wein von der A hier an der Mosel, weil da hinten, da ist die Mosel. Aber wir trinken lieber A-Wein, der ist nämlich eindeutig besser. Schmeckt uns besser. Uns auf jeden Fall. Gut, wir haben noch nicht alle Weine der Mosel probiert, aber man bleibt doch den A oder den Rechern treu, sagen wir es genau. So, wir essen hier in Ruhe, dann ist auch der Tag schon wieder vorbei. Ich sag dann schon mal, habt einen schönen Abend oder einen guten Tag oder je nach immer. Wir gehen jetzt dann bald ins Bett, nach dem Essen, nach dem Abwaschen und so weiter und so weiter. Ihr wisst das schon, liken, teilen, abonnieren, das wisst ihr auch. Ja, und dann sehen wir uns entweder morgen oder im nächsten Teil wieder. Je nachdem, ihr seht es ja einfach. Bis dahin. Tschüss.